Hallo, ich bin der Bruno. Hallo, ich bin's Frankie. Und das ist der Auftrag. So, also, wir haben die glorreiche Aufgabe, hier die Umschläge auszupacken. Das knobeln wir jetzt mal kurz aus, würde ich sagen. So. Viel Spaß. Was? Soll ich anfangen? Ja klar, du fängst an. Super. Also. Ach du heilige Scheiße. Lieber Bruno, das ist dein Auftrag. Du hast eine Klempnerlehre gemacht. Mal gucken, ob du mit deinen alten Berufsgenossen noch auf einer Wellenlänge bist. Deswegen ruf beim Sanitärnotdienst an und sag, dass du Hilfe brauchst, weil dein Mitbewohner Frankie die Toilette verstopft hat. Schön. Ja. Ach ja, eine Kleinigkeit noch. Bring im Telefonat folgende 5 Schlagertitel unter. Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Warum hast du nicht Nein gesagt? Wo war ich in der Nacht von Freitag auf Montag? Egal. Du hattest mich. Was ist das denn für ein Lied? Nach dem Hallo? Na ja, gut. Du hast mich 1000 Mal belogen, das kenne ich. Du trittst im Duell gegen deinen Teamkollegen an. Für jedes untergebrachte Lied erhältst du einen Punkt. Bei Punktgleichheit gewinnt der, dessen Gespräch länger gedauert hat. Zeigt, dass du dem Auftrag gewachsen bist. Ja, ganz liebe Grüße, dein Team von 96TV. Also, die haben sich eine super Sache hier überlegt. Tja, dann rufe ich mal an. Okay. Auf Lautsprecher auch noch. Eieiei. Das wird was Feines hier. So, ja, dann haben wir hier, das ist ein Ex-Rohr 24 Stunden Soforthilfe, aber 0800 Nummer, das ist glaube ich gut, ne? Wie heißen die? Ex-Rohr 24. Wen haben wir denn noch? Das ist gut, Ex-Rohr. Nee, hier. Easy-Rohr ist noch besser, wenn was verstopft ist, ne? Ja, aber ich habe ja Gas gegeben, ne? Ich hoffe, da geht auch der Richtige dran jetzt hier. Mal gucken. Also. Ja, aber das hier, was ist denn das für ein Lied? Egal, weiß nicht nach dem Hallo. Egal. Ach, das ist das. Ja, klar. Ist nicht nach dem Hallo. Ja, servus. Balemann hier. Ich habe ein Problem. Und zwar mein Mitbewohner hat mir was in die Toilette geworfen. Und ja, ich habe schon gesagt, das ist Wahnsinn. Warum schickt er mich so in die Hölle? Aber ja, ich habe mich dann auch gefragt, warum habe ich nicht Nein gesagt? Okay. Ja, aber also mit Verstopfung gibt's, ja? Ja, war richtige Verstopfung. Und ja, er meinte dann nur, wo war ich in der Nacht von Freitag auf Montag? Sekunde, kurz. Ah, ja. Also, ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall hat er mich 1000 Mal belogen. Und, ja. Wir haben halt. Also, gibt's wirklich ein Problem? Ja, gibt wirklich ein Problem. Gibt ein Problem, weil. Ich habe dann im Endeffekt gesagt, ist egal. Du hattest mir nach dem Hallo, aber. Ja, wissen Sie was? Hat mich gefreut, mit Ihnen zu telefonieren und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Tschüss. Ah, so, ja. Also, die Leute in Österreich sind einfach zu nett und bleiben einfach dran. Du hättest es nach 10 Minuten machen. Oh, scheiße, ey. So, ja, ich habe das. Uiuiui. Wie lange hast du denn überhaupt gebraucht? Oh, gute Frage. Aber falls die Dame mich verstanden hat, weiß ich ja nicht, aber. Oh, haben Sie wirklich ein Problem? Ja, also eine Minute. Also eigentlich ist das nicht schlecht, aber ich konnte halt nicht mehr. Aber oh, du hast eigentlich gut gemacht, weil du hast so hintereinander weggesagt, ne? Wahnsinn. Ich habe mir nur gedacht, Wahnsinn, warum schickst du mich ein bisschen? Oh nee, scheiße. Oh, fuck. Tja. Oh, Gottes Willen. Jetzt mach ich mal weiter, ne? Ich bin nicht schlecht, leck mich am Arsch. Durchgeschwitzt. Ja,
Okay. Lieber Frankie, das ist dein Auftrag. In jeder guten WG gibt es mal Streit. Bestimmt auch bei Bruno und dir. Dann soll man drüber reden. Deswegen ruf einfach mal deinen ehemaligen Zimmerpartner Sebi Jung an und sag ihm, dass mit ihm alles besser war. Ach ja, eine Kleinigkeit noch. Bring im Telefonat folgende 5 Sprichwörter unter. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Der dümmste Bauer hat die dicksten Kartoffeln. Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Du trittst im Duell gegen deinen Teamkollegen an. Für jedes untergebrachte Sprichwort erhältst du einen Punkt. Bei Punktgleichheit gewinnt der, dessen Gespräch länger gedauert hat. Zeig, dass du dem Auftrag gewachsen bist. Ganz, ganz liebe Grüße, dein Team von 96TV. Boah, jetzt müssen wir mal hoffen, dass der rangeht, ne? Das ist ja, wir haben ein Notsehen, ne? Leck mich am Arsch. Alter. Ja, das ist ein schöner Auftrag auch. Aber den finde ich eigentlich auch, den finde ich fast noch besser, wenn er dran geht. Sebi? Guck mal, was du alles sagen kannst, ey. Du kannst mir richtig dünn Kakao ziehen. Was sind das eigentlich für Sprüche? Der dümmste Bauer hat die dicksten Kartoffeln, man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Ist doch perfekt, ehrlich jetzt. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Wie willst du das denn einbauen? Ja, einfach drauf losreden. Ey, der Bruno liegt immer im Zimmer rum, du weißt selber, ne? Schönheit ist im Auge des Betrachters. Ja gut, das ist ja noch kein Problem. Ne? Ja, eine Kurve kriegt selbst hin, das sage ich auch noch, okay. Der dümmste Bauer hat die dicksten Kartoffeln, man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Das ist lustig. Ja, vor allem, du darfst auch nicht lachen dabei, das ist schön. Ja, nee, ich mach total ernst. Sag mal, ist der verrückt, oder? Ich würde auch nicht drangehen, wenn du anrufst. Hallo, hier ist die Mobilbox von 01. Ja gut, dann, wenn der Sebi, mein alter Freund, wenn der schon keine Zeit mehr für mich hat, dann rufe ich den nächsten Freund an, dann rufe ich den Cedric Teuchert an. Teddy, dem kann ich lange reden. Mhm. Zack. Also hier ein Puls jetzt an der Stelle. Geht er nur immer ran. Yes. Teddy, mein Junge, wie geht's dir? Gut, und dir? Ah, schwierig, echt schwierig. Ist kaputt. Ja, kaputt. Und dann ist er mit Bruno, ist natürlich auch schwierig. Im Zimmer, ja, ist er, wo wir noch im Zimmer waren, da war noch alles gut. Aber jetzt ist er. Ja, klar, ist ein, aber kann halt nicht jeder sein Weg. Muss nee, hast du so einen alten Lachs hast du neben dir liegen, ne? Guckst immer nach rechts und denkst immer, ja, Schönheit liegt irgendwo im Auge des Betrachters, aber dann. Kommt und geht, ne, wie er will. Ja, es ist echt schwierig. Und dann kennst du auch, ne, seine Sprüche, die er dann immer so drückt und so. Das ist aber dann im Endeffekt, wer anderen eine Grube gräbt, ne, der fällt selbst hinein in solchen Momenten, ne. Aber sonst, ja, Bruno hast du ja auch selber kennengelernt, ne. Halbes Jahr war immer schwierig. Aber im Endeffekt, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, ne. Kennst du ja, ne, den Spruch. Ja, das ist ja Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Sonst alles gut bei dir, mein Guter? Ja, klar. Bin ich gerade im Bauhaus. Genau, im Bauhaus. Und im Endeffekt, ne, der dümmste Bauer hat die dicksten Kartoffeln. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Genau. Ich grill nämlich jetzt schön auf meiner Dachterrasse mit Wasserblick, weißt du? Das ist Wahnsinn, ne? Genieß das, ne? Das musst du, im Endeffekt musst du das genießen. Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist, ne? Ja. Also sehe ich genauso. Ja. Im Endeffekt, das ist schon wichtig. Sag mal, was ist denn mit dir? Hast du den Clown gefrischt? Was? Nee. Nee. Was? Ich ruf die, warte mal, ich bin hier gerade im Bau. Genau, Ich ruf sie in 2 Minuten an. Genau, so machen wir das. Ja. Ne? Also. Sadi, mach's gut, ne? Ciao. Der erste Wahnsinn, dann kannst du alles erzählen. Gott. Der rafft auch wirklich nichts. Der hätte ja noch 10 Sprüche erzählen können. So, jetzt ist ja die entscheidende Frage. Ja gut, du hast ja dumm gemacht. Ja, ich hab's runtergerattert, weil ich niemals dachte, dass dein so einfach ist, weil die mir hier vorher erzählt haben, das ist mega schwer. Ja, aber du hättest noch Ich hätte nicht mehr lang. Die lagen alle auf dem Boden da, wie sollst du das durchhalten?
Ah, das war schon schwierig hier, ey. Sprüche dabei, man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Der dümmste Bauer, die dicksten Kartoffeln. Halleluja. Ach, schön. Wie kriegen wir das jetzt raus? Wer? Du warst auf jeden Fall länger. Ja. Ja? Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön, Herr Klempner. Frankie hat den Auftrag ein bisschen besser umgesetzt, auch wenn sein eigentlicher Zimmerkollege nicht mehr mit ihm sprechen wollte. Das sind Zeichen. Ja. ja, gut, Glückwunsch an der Stelle. Dankeschön. Ja, dann wollen wir schauen, was die Damen und Herren nächstes Jahr wieder für uns haben. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.